Hallo meine Lieben, wieder ein neues Video am Mittwoch und heute habe ich mir was ganz, ganz Tolles ausgesucht, weil ich mir nämlich dachte, heute ist ja eh Halloween und ganz, ganz viele sind bestimmt wie ich, dass sie einfach last minute dann doch keine Idee haben und deshalb dachte ich, mache ich einfach mal was. Ich nenne es Trauben. Ja, ich fange jetzt erstmal an mit dem Kostüm. Was wir brauchen, ich habe jetzt mal grüne Luftballons ausgewählt, weil grün ist halt einfach meine Farbe. Dann habe ich hier diese Schminkpalette. Die ist von Jofrica Cosmetics, aber ich glaube, ihr könnt da auch bestimmt andere nehmen. Dann habe ich hier einen schönen Wattebausch, eine Kordel und Glitzer. Also ich fange dann einfach mal an. So, der ist schon mal fertig. Ja, ich habe das schon mal vorbereitet. Da bin ich dann schon mal den ersten fest. Ich meine, da könnt ihr so ein bisschen Freestyle machen. Ich mache so viel. Kommt hier schon. Upp, der nächste Ballon. So, ja, ich sag jetzt einfach mal, das reicht jetzt. Also ihr habt jetzt eine lange Schnur mit Ballons. Und die müsstet ihr jetzt an euch festknoten. Spoiler, das Gesicht fehlt ja noch. Fangen wir jetzt an mit unserer Schminkpalette. Dann habt ihr auch noch die süßen Stifte hier dazu. Es geht jetzt ja darum quasi, dass der Kopf eine Weintraube wird. Also, oh, jetzt ist mir dieser Pinsel runtergefallen. Schön dick auftragen. Und einfach schön verteilen. Und das noch ein bisschen blenden. Oh, das sieht ja schon mal echt gut aus. Jetzt gehe ich schon mal zum zweitwichtigsten weiter. Die Jawline. Und es hilft halt, wenn ihr ein bisschen so macht und dann macht ihr so ein bisschen hier und nochmal blenden. Also, dann kommt hier so ein bisschen hin und hier so ein bisschen hin. Ich mache immer gerne noch ein bisschen hier an die Nase. Einfach ein bisschen das Gesicht shapen. So, jetzt kommen natürlich die Lippen. Jetzt kommt das Finish. Und zwar bin ich nämlich total der Fan von Glitzer. Kleiner Moment. Michi, könntest du mir mal meinen... Nein, ich brauche das Glitzer. Ja, Michi ist mein Freund. Er hat einen Handwerkerskanal. Ja. Yeah. Dankeschön. Hier von Jofrica. Das ist echt ein super Produkt. Ja, das jetzt einfach so ein bisschen verteilen. Aber natürlich auch die Lippen. Und dann noch ein bisschen die Stirn. Natürlich Wangen. Ihr könnt auch noch gerne ein bisschen Haare. Und dann habe ich noch ein absolutes Special. Glitzer am Glas. Und das macht ihr dann auch wieder so einfach ein bisschen überall. Da! Wahnsinn! Ja, das war's dann auch schon von mir. Ich wünsche euch ein wunderschönes Halloween. Vielleicht laufen euch ja noch andere Weintrauben über den Weg. Tschüss!